In der Serie Unter uns läuten vergangenen Herbst die Hochzeitsglocken. Wer hätte es für möglich gehalten, dass Izzy und Ringo tatsächlich den Bund der Ehe eingehen und ihre Liebe hält? Bei ihren Gefühlen füreinander sind sich die beiden einig. Doch es gibt ein Thema, das das Paar auch schon vor seiner Traumhochzeit spaltet. Izzys Wunsch, ein Kind zu adoptieren. Für Ringo kommt der Nachwuchs damals überhaupt nicht in Frage. Doch wie sieht es jetzt aus? Werden die Eheleute doch noch auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Bunte.de hat bei Izzy-Darsteller Lars Steinhöfel nachgehakt. Also der Kinderwunsch vor der Hochzeit war natürlich ein Streitthema. Bei Izzy ist der Wunsch nach einem Kind auch natürlich nicht ganz vom Tisch. Wenn man sich als Mensch ein Kind in seinem Leben wünscht, dann bleibt das, denke ich, auch so. Es ist nur schwierig, seinen Partner davon zu überzeugen oder umzustimmen. Und ob das zustande kommt oder ob das dann auch klappt, wenn es zustande kommt, das muss man dann sehen. Viele Fans haben sich zu Beginn ihrer Romanze Sorgen gemacht. Wie soll bei so unterschiedlichen Menschen jemals Einheit und Harmonie entstehen? Eine unüberwindbare Hürde? Von wegen, das sieht der 34-Jährige ganz anders. Gegenteilige Charaktere als Partner in einer Serie zusammenzubringen, ist immer Gold wert, wirklich. Ringo ist ja eher der smarte, hinterhältige Typ und Izzy der herzensgute Mensch. Und die beiden lernen voneinander, die beiden geben sich viel in dieser Beziehung und ich glaube, jede Beziehung da draußen in der realen Welt läuft genauso ab. Man sucht immer das, was man eigentlich nicht hat und lernt vom anderen. Der raffinierte Ringo Beckmann wird bei Unter uns von Timothy Boyd gespielt. Auch wenn sich die Kollegen schon länger kennen, ist es für den 29-Jährigen zu Beginn ungewohnt, einen Mann zu küssen. Wie beeinflusst das ihre Beziehung hinter den Kulissen? Hinter der Kamera sind wir eigentlich weniger gegensätzlich. Wir ergänzen uns ziemlich gut. Wir arbeiten sehr viel mit den Texten. Wir arbeiten sehr viel zusammen. Aber wir gehen auch gerne mal zusammen ins Restaurant und auch gerne mal zusammen mit meinem Partner. Also ich bin ganz froh, dass ich meinen Partner mit Timo gut versteht. Und das ist so wie so eine Art Freundschaft entstanden. Und das ist ja auch einiges wert.